Hallo liebe YouTube-Zuschauer, wir befinden uns heute hier und werden uns jetzt den neuen Trailer für das neue Sims 4 Erweiterungspack Sims 4 Snowy Escape anschauen. Ich habe noch gar keinen Plan, wie der Titel auf Deutsch sein wird. Hat das jemand schon herausgefunden oder wird er auch Snowy Escape sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gucken wir uns das an. Wir warten schon ganz sehnsüchtig. Es geht jetzt in einer Minute los. Ich mache schon mal die Musik aus. Dann wird es jetzt hier ein bisschen still. Oh mein Gott, ich bin ein bisschen nervös. Also ich habe gerade schon im Stream gesagt, ich freue mich tatsächlich mal wieder sehr, weil nach der Star Wars Pleite, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, welches Pack, weil Nina hat da nie drüber geredet, aber nach der Star Wars Pleite freue ich mich auf was neues Gameplay bringen wird und mir in meinen Let's Plays auch was bringt. Und ja, ich bin sehr gespannt. Also ich freue mich einfach auf Dinge, die man tun kann. Geht das automatisch oder? Weil wir haben ja 17 Uhr. Oh, okay. Nicht so laut. Nicht so laut. Warum ist das so laut? Okay. Wird es ein Erweiterungspack? Ja, genau. Es wird ein Erweiterungspack. Es wird ein großes Pack. Es wird 40 Euro kosten. Deswegen erwarte ich eine Menge. Also, was heißt eine Menge? Mittlerweile sind meine Erwartungen halt ein bisschen runtergestuft. Aber ich hoffe, dass es zumindest so wird wie Solani. Dass man halt ja eine saugeile Welt hat und viele Grundstücke und neue Sachen, die man entdecken kann, die man tun kann. Und wirklich was Neues, nicht so was es schon tausendmal gab. Weil im Endeffekt gab es ja schon Jahreszeiten, wo es halt Schnee gibt und so. Deswegen, mal schauen. Michi, vielen Dank für 3 Monate. Schön, dass du dabei bist. Was erwartest du von EA? Ja, wie gesagt, meine Erwartungen sind ein bisschen runtergeschraubt worden. Seit die letzten Erweiterungspacks so rausgekommen sind. Auch Nachhaltig Leben hat mich ja leider so ein bisschen enttäuscht, auch wenn das ja eigentlich so genau mein Ding ist. Aber ja, da finde ich, hätte man das noch ein bisschen besser machen können, sich auf andere Dinge fokussieren können. Aber darüber will ich jetzt gar nicht sprechen. Ich möchte mich jetzt darauf konzentrieren, dass dieses Pack gut wird, Leute. Das sind jetzt positive Affirmationen, die wir uns einfach wieder in den Kopf rufen. Das Pack wird gut, Leute. Es wird gut werden. Chef der Wave, herzlich willkommen im Universum. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, man spricht es so aus. Chef der Wave? Chef der Wave? Vielen Dank. Oder Chef der Wave. I don't know. Und Emily, vielen Dank für 4 Monate. Oh mein Gott, Leute, es geht los. Oh mein Gott, es geht los. Kannst du dich unten in die Ecke machen? Ah, eine Sekunde. Ich hoffe, du meinst die Ecke. Ach so, ich mach groß, okay? So. Oh mein fucking Gott. Okay, es geht los. Ich hab Gänsehaut, Leute. November. Oh mein Gott, mit der PlayStation. Oh mein fucking Gott. Ey, ist das geil. Oh mein... Warte, ups. Habe ich jetzt Snapchat angemacht, hast du gesehen? Nee, habe ich nicht, ne? Ey, das sieht so geil aus. Das sieht so fucking... Entschuldigung, ich will nicht so viel schimpfen, aber... Was zur Hölle? Ich brauche mehr. Ich brauche mehr, Leute.
Das ist so geil. Ich bin, also, es wird ja auf jeden Fall eine Welt, wo man wohnen kann, aber es hat auf jeden Fall auch viel mit Reisen zu tun. Also ich glaube, es wird tatsächlich beides in einem. Also eine Reisewelt, also eine Urlaubswelt und eine Welt, wo man wohnen kann. Oh mein Gott, dieser Pool oder diese heiße Quelle, das ist ja wohl sowas von geil. Kann man den Bahnhof benutzen? Ich denke, ja, es sah ja so aus. Wir werden es uns nochmal angucken. Wir müssen es uns nochmal angucken, weil das ging viel zu schnell. What the hell? Das war ja mal sowas von geil. Also, ich... Bitte lass es so gut werden, wie es jetzt im Trailer aussieht. Bitte lass es so gut werden. Weil das sieht wirklich so gut aus. Die Gondeln, ja, bitte lass uns die auch benutzen können und nicht nur, dass es halt auf der Welt ist. Und die Welt sieht so wunderschön aus. Die Welt sieht so geil aus. Oder? Ich fand das so, und das ist so Hammer, also das ist eine japanische Welt, das finde ich so, 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 so cool. Ich freue mich so auf den Gameplay-Trailer, beziehungsweise ich habe natürlich noch andere Vorteile. Oh mein Gott! Okay, wir gucken es uns nochmal an. Also, wir machen mal kurz eine Umfrage, weil ich möchte wissen, ob ihr genauso begeistert seid wie ich oder ob es nicht so euer Ding ist. Wie findet ihr das Pack? Hammer? Ganz cool? Oder nicht so mein Ding? Okay, ihr könnt jetzt abstimmen. Hey, da wird's geil, Kapitän. Malfinity, wieder für 3 Monate. Ich bin sowas von Schock. Okay, es gibt einfach Sushi, als ob. Als ob. Okay, wir müssen uns das nochmal angucken, warte. Wann fing es denn an? Hä? Fing es hier an? Hä? Mann, diese Premierenkacke, das nervt doch. Okay, stopp. Ich muss jetzt nochmal langsam. Eins nach dem anderen. Okay, also guck mal. Oh Mann, warum springt das denn immer so viel? So, Dings. Guck mal, da an der Gondel, ne? Da sind auf jeden Fall Skier und Snowboards drin. Und hier unten ist auch so die Station und so. Ich denke mal, dass es so laufen wird, dass man wirklich unten in die Gondel einsteigt, man jetzt nicht aktiv in der Gondel drin ist, sondern stellt auch die Geschwindigkeit runter. Nee, das ist dann ugly. Dass man dann halt in der Gondel mit dem Snowboard oder den Skiern hochfährt und dann runterfährt. Also, dass das Teil des Ski- und Snowboardfahren ist. Okay, dann mache ich es halt doch mit der Geschwindigkeit, Leute. Ihr habt ja recht. Machen wir mal Hälfte, mal gucken, wie es aussieht. Oh nee. Nee, das mag ich nicht. Das mag ich nicht, Leute. Machen wir mal 75. Nee, der Tod ist mehr. Das finde ich creepy. Also, man kann auf jeden Fall, was wir jetzt schon mal gesehen haben, man kann Ski fahren, man kann Snowboard fahren und man kann Schlitten fahren. Und man kann Schlitten zu zweit fahren. Kinder können Schlitten fahren. Grandios. Grandios. Snowy Escape. Hallo, kannst du... Okay. Ganz cool. Es sieht wunderschön aus. Es ist einfach wunderschön. Ihr wisst ja, ich liebe diesen Kirschblütenbaum auch bei Planet Zoo. Deswegen mega schön. Oh, die Dings ist beendet. 78% sind für Hammer. 20% sind ganz cool. Und nur 11 Leute, also 1%, haben für nicht so mein Ding gestimmt. Das finde ich krass. Oh mein Gott. Das ist auch einfach wunderschön. Es ist wunderschön. Ich frage mich, wird es dann solche Brücken geben zum Bauen oder wird es ein neues Tool geben? Also ob das so ein fertige, so eine Brücke ist, die man halt platzieren kann oder ob das so ein Tool gibt, mit dem man dann eben solche Brücken bauen kann. Okay, es gibt neue Wintersachen so, das juckt mich aber eh nicht, weil Sisi regelt mein Leben. Okay, neue Gerichte gibt es auf jeden Fall auch. Hier machen die, glaube ich, auch neue Getränke, wenn ich das richtig sehe. Captain Wolf, vielen Dank, mein Lieber. Miss Narita, du hast ein Zapfgeschenk bekommen. Herzlich willkommen im Universum. Spielt ihr nicht auch immer zusammen Among Us? Oder sehe ich das falsch? Oh mein Gott.
ist so wunderschön. Vielleicht werden die Brücken auch irgendwann als Patch kommen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Warum war es nicht in Jahreszeiten dabei? Das lassen wir jetzt mal ganz vorne weg. Weil es, also es sieht schon so aus, als wenn es wirklich viel neuer Inhalt ist. Wenn das jetzt wirklich nicht so viel neuer Inhalt gewesen wäre, dann hätte ich auch gesagt, okay, dann hätte man das entweder zu Jahreszeiten dazu nehmen können oder als Gameplay-Pack. Aber bis jetzt... Okay, der Bahnhof. Okay. Ich frage mich, wie das Ganze funktionieren wird mit dem Bahnhof, weil theoretisch müsste dann ja in jeder Welt ein Bahnhof sein. Oder diese Welt hat keine Ladebildschirme und man spawnt automatisch immer hier, wenn man in die Welt reist. Keine Ahnung. I don't know. Oh mein Gott. Ich bin so happy, Leute. Was ist eure Vermutung? Der Bahnhof ist nicht nutzbar, das sieht man an den Fenstern, weil die so milchig sind. Ja, aber es kann ja sein, dass das ein Rabbit Hole ist. Das denke ich viel eher, dass es so ein Rabbit Hole sein wird. An alle, die Sorge wegen Jahreszeiten haben, man kann es auch ohne spielen, das hat das Sims-Team auf Twitter schon bestätigt. Ja, habe ich auch gelesen. Okay, Schlitten fahren. Geil. Cool. Finde ich super. Snowboard fahren. Finde ich super. Vor allem finde ich super, weil bei Sims 3 konnte man ja nur auf dieser Rampe, erinnert ihr euch? Auf dieser Rampe so Snowboard fahren. Tiefer Schnee, oder? Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, es gibt richtig tiefen Schnee. Das sieht man gleich auch nochmal, wo die da auf dem Berg sind. Auch mega geil, dass man einfach Slalom fahren kann mit den Skiern. Richtig cool. Oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie geil das Snowboard aussah? Also ich denke mal, das werden, Entschuldigung, dass ich so oft stoppe, aber ich denke mal, das werden auch Fähigkeiten sein. Also sieht zumindest aus, wenn er jetzt auf die Schnüss fliegen kann und so, dann könnte das was sein, ne? Ich freue mich so hart, ich mich auch, Leute. Nach dem Star Wars Pack war EA uns ja auch irgendwann ein cooles Pack schuldig. Naja, aber für mich war das ganze Jahr 2020 sowieso scheiße, aber auch im Hinblick auf die Sims Packs komplett kacke. Also ich fand alle Packs, die dieses Jahr rausgekommen sind, nicht cool. Also war nett, aber man hätte zum Beispiel Nachhaltig Leben, Tiny Living und Schick mit Strick hätte man alles in ein Pack packen können. Dann wäre es ein cooles Pack gewesen, aber so als Einzelnes fand ich alles, war so meh. Ja. Okay, also ich denke mal, das wird hier sowas, so ein versteckter Ort sein, schätze ich jetzt so meine erste Vermutung, also ähnlich wie die Klippen in Windenburg, denke ich mal. Aber man kann anscheinend auf eine Expedition gehen, ne? Wenn da ein Zelt ist und mit dem Feuer und so, und die sind ja hier auch auf jeden Fall wo ganz woanders, weil sie sind da ganz oben auf einem Berg. Ich frage mich, ob man dann da halt auch wirklich was machen kann oder ob das halt einfach nur, ob man da sein kann, wie zum Beispiel bei Sims 4 Inselleben. Hieß das so? Ja, ne? Der Vulkan in Sulani, super geil, aber man kann da einfach nichts mitmachen. Deswegen, mal schauen. Oh mein Gott, dieser Pool. Die haben ja bei diesem Pack mit verschiedenen Zimmern zusammengearbeitet, also zum Beispiel mit Lil Simsy, Deligracy. Mann, ich habe immer Probleme mit dem Namen. Deligracy. Und James Turner und so. Also, und mit Dawn, glaube ich, auch. Also Simlessy. Mega cool. Also ich finde, man sieht es. Also wenn das tatsächlich ein Gebäude von EA ist, bin ich sehr überrascht, weil das sowas können die eigentlich nicht. Das ist Hammer. Das ist so, so geil. Find your Zen. Okay, also es wird noch so ein bisschen mit Wellness sein, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Da ist das natürlich ganz cool, wenn man dann auch noch das Wellness-Pack hat, dann kann man richtig geile Wellness-Oasen machen, auch noch so mit Massage und sowas. Also ich frage mich, wie groß diese Map sein wird, dass das hier auch noch in der gleichen Welt ist. Also das finde ich echt krass. Sieht aus wie eine Art Hotel, hast recht. Das hier mit dem...
Vielleicht ist das auch so ein Wellness-Ressort oder so? Mal sehen. Aber das sieht auf jeden Fall auch voll cool aus mit diesem Bambusgarten. Und das frage ich mich, was ist das? Wird das eine neue Karriere als Travel-Blogger oder wie? Weil, guck mal, hier oben steht so Hinaka Travels. Wie geil ist das denn? Doch das ist noch nicht alles mit Die Sims 4 ab ins Schneeparadies. Och nee, Leute. Ab ins Schneeparadies. Oh Gott. Naja. Werden Gefühle und Lebensstile ein mit denen die Charaktere und die Beziehung der Sims mehr Tiefgang erhalten werden. Was? Werden Gefühle und Lebensstile ein mit... Das ist irgendwie kein Deutsch, aber als ob. Hierfür soll es insgesamt 16 Lebensstile geben, die das Verhalten der Sims noch deutlich mehr beeinflussen sollen, als die Merkmale, die ihr im Creative Sim Editor einstellen könnt. Woher ist das? Wo ist diese Quelle her? Wo ist die Quelle her, Leute? Wer das als erstes geschrieben hat, woher hast du das? Schneeeskalation finde ich besser. Ja, stimmt. In der Infobox ist ein Link. Da steht es. Okay. Lass uns den Trailer erstmal nochmal zu Ende angucken und dann gucken wir das nochmal an. Also das hat EA definitiv nicht gebaut. Safe nicht. Ich sage, das ist von Civilizy. Das hat Dawn gebaut. Create your sanctuary, okay. Geil. Das habe ich eben gepflegt, ignoriert. Das habe ich... Guck mal, die sitzen auch einfach auf dem Boden und essen. Wie toll ist das denn? Oh mein Gott. Es ist so wunderbar. Großartig. Großartig. Okay, jetzt gucken wir mal das hier an. Sims 4 ab ins Schneeparadies. Oh Leute, warum habt ihr das getan? Naja, okay. Über den Namen wollen wir jetzt einfach mal nicht sprechen. Hol dir den Adrenalinkick. Stelle die Fähigkeiten und Ausdauer deiner Sims mit Aktivitäten in der Bergwelt auf die Probe. Sause auf Skiern den Hang hinab, schredder die Piste auf dem Snowboard oder fahre gemeinsam mit einem anderen Sim Schlitten. Du möchtest hoch hinaus? Verbessere deine Kletterfähigkeit und brich zu gewagten und manchmal sogar gefährlichen Gipfeltouren auf. Ah, okay. Das heißt, das, wo man dann oben auf dem Berg ist, läuft in Hand mit der Kletterfähigkeit. Sehr cool. Finde deine innere Mitte, lass die Sorgen deines Sims in den natürlichen heißen Quellen verdampfen. Entspanne dich bei einem Feuertopf am Kotatsu-Tisch. Ich hoffe, das spricht man so aus. Oder knüpfe beim Wandern durch Bambuswälder und Schneelandschaften neue Kontakte. Genieße achtsame Spaziergänge und beruhigende Musik, um deine Gefühle zu steuern und deinen inneren Frieden zu finden. Wähle aus japanisch inspirierten Möbeln und Dekorationen mit traditioneller oder moderner Elementen, wie zum Beispiel Shoji-Türen, Fenstern oder Raumteilern, Tatami-Matten und mehr, um dein Haus entsprechend deines Lebensstils zu gestalten. Ziehe deine Schuhe im Genkan im sanften Schein einer Papierlaterne aus oder baue deinen eigenen Stängern. Also was ich ja auch mal sehr gut finde, und da muss ich Sims 4 mal Props für geben, dass die da, also ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das wirklich sehr gut recherchiert ist, aber ich lerne da immer dann noch was dazu, weil ich kann nichts davon aussprechen und kannte das alles vorher nicht und dann lernt man das halt kennen. Also das finde ich cool. Joni Relda, vielen Dank für 7 Monate. Ich liebe deine Reaction-Videos und dieses Pack. Ich liebe es jetzt schon nach den letzten Enttäuschungen. Endlich mal wieder was, auf das man sich freuen kann. Also das unterschreibe ich genau so. Definiere deinen Lebensstil. Schalte mit Lebensstilen und Gefühlen neue Persönlichkeits- und Beziehungseffekte frei. Der Lebensstil wird durch die Aktionen und Gewohnheiten deines Sims bestimmt und beeinflusst sein Verhalten. Mehr wollten wir doch gar nicht, Leute. Entwickler, liebe Sims-Entwickler, mehr wollten wir nicht. Einfach nur ein bisschen mehr Charakter. Gemeinsame Erfahrungen lösen Gefühle aus und beeinflussen die Beziehung der Sims untereinander nachhaltig, was sich auf die sozialen Interaktionen auswirkt. Yes. Grandios. Grandios. Okay, gehört das auch noch dazu? Das Neue führt euch in die Berge. Ich hoffe, ihr besitzt Schiebe.
Wir besuchen die japanisch inspirierte Welt Mount Komorebi? I don't know. Wo ihr sowohl actionreiche Wintersportarten als auch entspannte Momente genießen könnt und aus einer Vielzahl neuer Lebensstile wählen könnt. Wir sehen uns auf dem Gipfel des Berges, Zimmer. Frischluft tanken. Atmet die frische Bergluft ein und arbeitet an den Kletter-, Ski- und Snowboard-Fähigkeiten eurer Sims. Sie müssen sich verbessern, wenn sie die einfachen Übungspisten verlassen und mehr Action erleben wollen. Cool. Sobald sie den Dreh raus haben, wollen sie mit der Gondel zu den schwierigeren Skipisten und den Kletterrouten für den Aufstieg auf den Gipfel fahren. Cool! Selbst Stürze sehen da oben cool aus, nun ja, meistens zumindest. Aber wenn eure Sims richtig gut sind, können sie mit einem beleuchteten Snowboard und schicker Winterkleidung prahlen. Geil. Und das ist nicht nur was für Erwachsene. Größere Kinder können die weniger anspruchsvollen Pisten auf Skiern und den Snowboard unsicher machen, während die Eltern mit den Kleinen auf den Schlitten den Hang hinabdüsen. Alle können im Schnee Spaß haben. Was bedeutet denn hier größere Kinder? Was bedeutet das hier? Eine Pause einlegen. Wenn sich eure Sims ein paar Mal zu oft auf die Nase gelegt haben, sollten sie sich erholen und die ruhige Seite von Mount Komorebi genießen. Besucht das Onsen-Badehaus. Damit sie ihre Sorgen und Verletzungen vergessen, gibt es etwas Schöneres, als nach einem langen Tag den Dampf in die kalte Nacht aufsteigen zu sehen. Wahrscheinlich nicht. Selbst die Wanderwege außerhalb der Stadt haben immer wieder etwas Neues zu bieten. Erforscht Bambuswälder, legt am Friedhof eine besinnliche Pause ein. Ach ja, mache ich auch immer am Friedhof. Oder besucht mit Freunden einen Gebirgstempel. Cool. Denkt daran, euch angemessen zu kleiden, denn je nachdem, wo ihr euch aufhaltet, kann es ganz schön kalt werden. Bauen. Mietet ein Urlaubsgrundstück. Okay. Oder baut euer eigenes Haus in Mount Komorebi. Ich möchte, dass das jemand ausspricht, weil sonst, ja. Inspiration für euer nächstes Projekt findet ihr überall in der Stadt. Studiotüren, spiegeln den japanischen einfach. Es gibt sogar anpassbare Plattformen. Was bedeutet das? Aber das ist noch nicht alles. Gestaltet euer Haus mit modernen Gruppenmahlzeiten wie den Feuertopf hinzuzufügen. Draußen könnt ihr die Harmonie der friedlichen Bergwelt genießen. Fügt Kois zu euren dekorativen Brunnen zu. Cool. Und errichtet im Schatten eines japanischen Ahornbaums einen Steingarten. Tut, was immer euch glücklich macht. Wunderbar. Wunderbar. Es ist einfach klasse. Es ist einfach toll. Es ist einfach... Ich habe nicht eine Sache zu meckern. Meine Erwartungen wurden sowas von mehr als erfüllt. Ich hoffe wirklich, dass es genauso geil wird, wie es jetzt im Trailer und hier auf der Internetseite aussieht. Ich freue mich einfach absolut. Ich glaube, es wird absolut geil. Wie viel wird es denn kosten? Es wird ein Erweiterungspack, 40 Euro würde es kosten. Aber ich finde das auch echt absolut gerechtfertigt. Dafür gebe ich doch gerne 40 Euro aus. Finde ich auch. Also, ich habe wirklich Angst gehabt, dass die da zu wenig Content reinlegen. Weil ich finde zum Beispiel, nachhaltig leben ist für mich nicht 40 Euro wert. Muss ich ehrlich sagen. Aber das, was ich bis jetzt von diesem Pack gesehen habe, all the way. All the way. Mega geil. Es hängt ständig. Aber ich glaube nur bei dir, weil du bist die Einzige, die das geschrieben hat. Tut mir leid. Ich finde es auch mega toll, dass Eltern mit den Kleinkindern zusammen rodeln können. Also, das ist ja jetzt noch nicht bestätigt. Hier steht ja nur, größere Kinder können die auf die Kleinen. Na, ich bin mal gespannt, weil im Trailer hat man ja nur gesehen, dass sie mit Kindern geschlitten gefahren sind, oder? Ich weiß nicht. Nina Kai könnte doch snowboarden gehen, weil du ja gesagt hast, dass er der Surferboy werden soll, aber Surfen gibt es ja nicht, also es wäre eine Alternative. Jetzt müssen wir echt mal überlegen, dieses Pack kommt am 13. November raus. Ich denke mal, ich habe wieder ein bisschen vorher, also ich kann das wieder vorher spielen, aber sagen wir jetzt mal, Mitte November kommt das raus. Ich glaube, am 13. November letztes Jahr haben wir Ewa und Amaya abgeholt. Na, mir hängt es auch ständig. Oh, das tut mir leid. Jetzt müssen wir mal überlegen, mit wem wir das spielen werden, weil ich möchte auf jeden Fall, dass da jemand wohnt. Ich möchte sowas von super safe, dass da jemand wohnt, weil das ist ja sowas von super geil. Es ist einfach nur Hammer. Es ist grandios. Ich lieb's. Naja, das können wir aber anders dann nochmal überlegen.
Chris, mein Lieber, danke dir. Passend zum Motto, Nini, deine Ohrringe, du siehst hübsch damit aus. Ja, das Pack ist mal mega gut. Urlaubsfeeling, wup, wup, yay, danke dir. Dreamen, vielen Dank, herzlich willkommen, Universum. Danke für deinen Sub. Oh, Gott im Himmel. Mit Ella schreibt ihr alle. Das wäre natürlich was, ne? Mal schauen. Eventuell irgendwann mit Lia und Coda. Also, Lia hat ja asiatische Gene. Ich weiß nicht, ob sie japanisch eher sind oder doch eher koreanisch. Müssen wir mal überlegen, weil die natürlich jetzt nicht Sims sind, die für mich Hauptcharaktere sind. Weil wir müssen uns jetzt mal langsam mehr auf Ella konzentrieren. Wir können natürlich auch... Ah, nee, noch ein Pack will ich eigentlich... noch ein Let's Play will ich eigentlich nicht anfangen. Ja, müssen wir mal überlegen. Können wir aber anders überlegen. Ich beende hiermit erstmal das YouTube-Videos. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Es ist einfach großartig. Auf Wiedersehen!